Einen wunderschönen guten Morgen an alle Geofans da draußen. Ich bin's wieder, Lukas, und ich habe heute auch beim Zeller Großturnier quasi mitgemacht. Ich bin Platz 4 geworden, und zwar mit Danger Thunder Dragon, Hashtag Snow. Und ja, auch ich möchte mein Deck vorstellen. Dann kommen wir einmal zum Main Deck. Es ist ein 60-Karten-Deckbild. So, zu den Opener. Wir spielen dreimal das Chaos Beast. Ganz simpel. Ist One Card Appaloose, One Card Curious, One Card Snow. Und damit haben wir quasi schon mit Appaloose und Snow sehr guten Interruption. Mega gute Karte. Hat halt so viele Spiele gewonnen. Super strong. Dann den Run of Brick. Den muss man leider spielen. Ist nicht wirklich so ein Brick, aber fungiert gut als Extender mit dem Beast. Und natürlich auch, wenn die Gates nachher on field sind als Reborn. Dann die Power des Decks, Double Raw, Special Thunder Dragon aus dem Deck, auf jeden Fall mit Fairy Tail Snow die beste Karte des Decks heute gewesen. Dann natürlich zweimal Thunder Dragon Dark, reicht auf 2, habe ihn vorher auf 3 gespielt, musste aber Platz für eine Kopie schaffen und da musste der heftigste Brick raus, das heißt Dark hier nur auf 2. Dann ein Thunder Dragon Hawk, natürlich als Extender, hat auch super funktioniert. Ich habe tatsächlich auch mal den Shuffle genutzt, um die Bricks wieder reinzumischen, die ich im Deck haben musste. Super strong, würde ich auch nicht anders spielen. Dann der heimliche End-Nemesis Thunder Dragon, Fairy Tail Snow. Auf jeden Fall mit die beste Interruption, die das Deck hat. Teilweise benutzt habe ich die Snow 3-mal die Runde benutzt. Ich habe sogar einmal 4-mal die Runde benutzt. Also muss man sich mal überlegen, dass der Friedhof schon mit 21 bis 28 Karten gefüllt war, also mega insane die Karte. Wir kommen nachher auch am Schluss nochmal, wie diese One-Card-Snow-Kombo funktioniert. Sie sorgt dafür, dass wir teilweise Chain-Lead von 6 aufgebaut haben. Ich hatte heute das heftigste Chain-Lead, war heute Chain-Lead 7. Raw, Dark, Hawk, Valkyrie und die Snow und der Gegner hat noch was angechained und wollte darauf reagieren, da kam einfach zu viel. Da haben teilweise echt Leute gescoopt, weil es einfach too much war, zu viel Plus. Snow, beste Karte, hätte niemals von der Bandits zurückkommen dürfen. Dann zum Danger Packets, wir spielen einmal Bigfoot, ganz klar, er ist unser Floodgate Out, er zerstört nervige Karten vom Gegner, super gut, muss man einmal spielen. Ist auch ein Beatstick, nicht den man mit Wolperdinger beschwören kann oder sowas, das ist relativ unrelevant, sondern nur wenn er durch seinen eigenen Effekt kommt. Hat auf jeden Fall auch mal Game gegen Eldritch gemacht. Dann dreimal Nessie. Ganz klar, wir können den Discard hier kontinuierlich kontrollieren, das heißt, wir haben die Möglichkeit mit Nessie den Bigfoot zu suchen, wenn wir ihn brauchen, gegen Floodgates wie Gozen Match. Es kann nur einen geben oder Skill Drain. Bigfoot war quasi der Main-Out gegen Skill Drain. Super strong auf jeden Fall. Auf jeden Fall Nessie auf 3. Auf jeden Fall berechtigt zurück, muss ich wirklich sagen. Hat auch mega performt. Dangers würde ich auf jeden Fall spielen. Dann ein Wulperdinger, mega strong. Special die Dangers aus dem Deck, den Danger, den wir brauchen. Meistens sorgt er nur dafür, dass wir unterschiedlichen Typen haben, damit wir schnell in Kurios kommen. Ich habe super oft nicht nur mit der Chaos Beast Engine gemacht, sondern mit den Thunder Drinks und den Dangers. Den Kurios ganz klassisch gebaut. Dann natürlich eine Chichinoko. Die würde ich auf jeden Fall beide auf 3 spielen, wenn sie dann mal endlich von der Bandit zurückkommen. Konami, Hashtag, bitte holt die Süßen wieder von der Liste. Die bauen mir quasi immer Kurios, haben super extended. Ich habe teilweise 3 TTs gefressen, einen Strike heute gegen Eldritch und habe da trotzdem noch weitergespielt, also super strong auf jeden Fall. Dann der heimliche Tech, Dr. Frankenstein. Wir spielen dreimal Notfallteleport, für die, die den guten Frankenstein nicht kennen. Wir luschern quasi die oberste Karte unseres Decks einmal an und dann dürfen wir für 500 Lebenspunkte uns diese Karte auf die Hand nehmen. Also zahlen quasi mit Notfallteleport Special Wien raus, zahlen 500 Lebenspunkte, gucken uns die Karte an und dann dürfen sie uns theoretisch auf die Hand nehmen. Wenn es ein Brick ist, lassen wir ihn da liegen, beziehungsweise liegen unter das Deck. Wenn es eine gute Karte ist, nehmen wir sie auf die Hand und verzichten dann auf unsere Draw. Ist super strong. Auf jeden Fall mega gut, werde ich auf jeden Fall im Deck spielen. Und natürlich durch Finsternis ein weiteres Target für Kurios. Dann spielen wir die Rocket Engine. Ja, der Rocket Sucher ist natürlich auch One Card. Egal, ob man ihn normalt oder special mit Quick Start, haben wir die Möglichkeit, One Card Chaos Ruler zu gehen. Mega stronge Karte, auf jeden Fall auf 2 ein Muss. Dann einmal den Betanker Dragon. Ja, ich habe keinen Platz für den Einser gefunden, leider. Der musste aus dem Deck raus, deswegen ich bin auch völlig mit der Engine, so wie sie hier ist, zufrieden. Der ist quasi das Target, was wir mit Rocket Sucher holen, damit wir in den Ruler gehen können. Dann Absolutor Dragon, ganz klare Sache. Wir senden ihn meistens in der Kombo mit Drachenschlucht, dass wir den Searcher suchen und haben dann den Boot Sector noch gesucht. Das heißt, wir können Boot Sector aktivieren, specialen den Searcher. Der Searcher poppt den
den Boot-Sektor oder eine andere Karte und dann specialt er ihn raus und dann haben wir wieder den Ruler und dann sind wir in dem Punkt auf Dark gelockt, aber das ist dann meistens egal, weil wir wollen nur als Lightmonster wirklich unseren Kurios durchbekommen. Das heißt, der kommt immer quasi danach. Dann natürlich zu den Chaos-Monstern eine weiße Schlange und eine schwarze Schlange. Die sorgen uns quasi in Kombination mit Chaosraum oder auch, wenn wir sie normal specialen, dass wir instant in die Rocket Engine reinkommen. Mega strong, triggern uns die Thunder Dragons, sind Extender Plays, sorgen für mehr Backup. Super strong, gerade in Kombination mit Chaosraum und Chaosraum einfach die beste Karte mit in diesem Deck. Also super gut. Dann der heimliche Winner oder ich sag mal mit einer der besten Karten in diesem Deck. Die Chaos-Valkyre, weil sie eben halt die Möglichkeit hat, wenn wir mit Snow die Chaos-Valkyre banishen, dass sie uns noch ein Backup in Form von einem Light- oder Dark-Monster ermöglicht. Sie kann uns in der Combo auch War senden. Wir müssen natürlich einen Effekt auf Roll verzichten, aber haben natürlich noch Snow. Und ist ganz wichtig, wenn wir mal einen Kurios geasht bekommen oder gewählert bekommen oder was auch immer, dann ist die Chaos-Valkyre auch eine Möglichkeit, wie wir mit den Chaos-Herrscher die Valkyre verbannen und dann die Möglichkeit haben, mit der Valkyrie die Snow zu melden und in der Runde des Gegners trotzdem noch die Snow alive zu haben. Also Chaos Valkyrie auf jeden Fall ein Muss. Bin aber auch im Überlegen, ob ich die auf 3 spiele, habe aber kein einziges Target gefunden, was hier rauskam. Dann den One-Boss, und zwar den Chaos-Schöpfer auch hier. Der Chaos-Schöpfer natürlich die Möglichkeit, der triggert uns die Thunder Dragons, der triggert uns die Valkyrie, er holt unsere ganzen Extra-Deck-Monster wieder ins Extra-Deck zurück, er holt uns teilweise unsere Phoenix Enforcer Engine wieder ins Deck zurück, wenn wir die gezogen haben. Mega solide, mit einer der besten Karten in dem Deck auch. Dann einen solchen verbreitender Zombie. Hat an sich keine große Rolle in dem Deck, ist quasi nur ein weiterer Play, um quasi in Zugangskodiersprecher zu gehen. Er kann gemillt werden durch Kurios Random. Er ist unser zweites bzw. drittes Target für die Chaos-Valkyre und für den Kurios. Quasi First Target ist Snow, er ist das Raw Second Target und der solchen verbreitende Zombie ist der dritte Target. Mit Needle Fiber quasi einen direkten OTK, wenn wir im Friedhof haben, also auf jeden Fall mega gut. Dann ein Artefakt Sense, weil wir durch Titan und durch Phoenix Enforcer den Lock easy rausbekommen und durch unsere Spam Plays auf jeden Fall muss auf 1. Dann eine Ghost Ogre und Schneehase. Ja, wir können mit solchen verbreitender Zombie, wenn wir Needle Fiber bauen, die Ghost Ogre aus dem Deck specialen und haben noch so zusätzliche Interruption in der Runde des Gegners. Das ist ein Stufe 3 Empfänger, der uns auch ermöglicht, in den Ruler zu kommen. Mit zum Beispiel Thunder Dragon Dark und der Ghost Ogre himself oder mit Thunder Dragon Raw und den solchen verbreitenden Zombie. Also auf jeden Fall hier ein mega guter Extender und ein Target für Needle Fiber. Dann als Handtrap spielen, wie gesagt, eine Ghost Ogre und den Gamma himself. Er sorgt einfach dafür, wenn wir zum Beispiel mit Open the Gates anfangen und das geasht wird, kommt der Gamma und wir haben alles. Wenn wir Ghost Ogre, wenn wir Chaos Space starten und da kommt was drauf auf, eine Ash oder so oder ein Lockbird, Gamma kommt, wir haben alles. Wenn wir Quickstart aktivieren, wir haben alles. Wenn wir Notfall-Teleport aktivieren, haben wir alles. Also Gamma auf jeden Fall mit die beste Karte in dem Deck. Dann Phoenix Enforcer, Engine, die zwei Boys. Ich habe sogar teilweise so gemacht, dass ich, wenn ich einen random gemillt habe durch Kurios und den ich wieder ins Deck reinbekommen habe, dass ich den anderen doch durch Chaos Valkyrie auch noch gesendet habe, damit ich zumindest den Card Draw für 2 in der nächsten Runde live habe. Also auf jeden Fall hier auch nicht wirklich so die krassesten Mill-Targets. Wir müssen mit Phoenix Enforcer nicht unbedingt die Sense poppen, wir können es auch mit Titan machen, also auf jeden Fall mega gut. Dann Open the Gates, ganz klare Sache. Ist One Card Kurios, ob wir sie oder die kleinen Chaos Beasts haben, ist im Prinzip egal. Sie haben One Card Kurios, dadurch haben wir One Card Snow und Appaloosa. Können uns also hier vor alles protecten. Und auf jeden Fall ein guter Extender. Auch um, wenn wir einen Thunder Dragon in der Hand haben, zum Beispiel War oder Dark, können wir ihn pitchen. Also können wir ihn auf dem Friedhof discarden. Können Rebornen und dann können wir den Roar nachher mit Snow banishen. Mega Synergie, super gute Karte. Snow hat dieses Deck so stark gemacht. Dann dreimal die Chaos Space. Auch wieder eine Karte, die One Card alles ermöglicht. Wir müssen nun Light oder Dark pitchen. Dann können wir Lindwurm oder Kollapsschlange searchen, je nachdem, ob wir Licht oder Finsternis halt auf der Hand hatten. Können in Striker gehen, Striker holt ins Boot-Sektor. Dann gehen wir mit dem zweiten Target, wenn der Lindwurm den anderen gesucht hat, in den Romulus. Der Romulus holt uns die Drachenschlucht. Wir pitchen wieder eine, senden Absaroda, der sucht uns den Searcher. Und haben so One-Card-Chaos-Ruler und können in weitere Plays gehen wie Mascarena. Mit Mascarena und Romulus dann in der Runde des Gegners in Appaloosa. Und Snow kriegen wir dann meistens auch gemeldet durch Ruler oder bauen danach noch Kurios.
Dann haben wir dreimal Verlockung der Finsternis. Super gute Karte. Ich habe die heute zweimal random aktiviert. Also ich hatte ein anderes Finsternismonster in der Hand und jedes Mal kam Raw oder Dark, obwohl wir ihn hier tatsächlich nur auf zwei spielen. Super schöne Karte. Kommt nie tot. Auf jeden Fall auf drei. Mit noch fast besser als die Dangers, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen auf jeden Fall muss hier in den Deck. Dann der Goldsarkophag, Banished uns War vom Deck. Und War Specials sind Dark. So haben wir Special Summon und Search, also Extender Play in einem. Oder wir senden direkt, beziehungsweise banischen direkt die Valkyrie und können direkt Snow senden. Raw ist also quasi, der Goldsarkophag ist hier quasi auch ein Foolish. Dann Triple Quick Start natürlich, um die Rocket Engine alive zu machen. Hier auch One Cut, der Chaos Herrscher. Super gute Karte, auf jeden Fall auf drei spielen. Mir haben auch nie die Targets gefehlt, also alles auf jeden Fall vom Deckbild her stimmt das alles so. Dann dreimal Notfallteleport, specialt uns meistens den Frankenstein raus, dass wir einen Card Draw haben. Oder wir specialen uns den Ghost Ogre, um eine Interruption im gegnerischen Zug zu haben. Und nutzen das teilweise auch als Needle Faber Plays, beziehungsweise können in der größten Not auch den Gamma holen, falls uns gerade eine Stufe 2 Empfänger fehlt, wenn wir in Nula gehen wollen. Dann eine Foolish, weil es quasi auch ein Extender mit Absaroda Dragon, mit dem seuchenverbreitenden Zombie, super gute Karte, kann auch Snow senden. Dann kommen wir zu den Bricks, das ist Boot Sector Start und Drachenschlucht. Drachenschlucht sendet uns den Absaroda und der Boot Sector sorgt dafür, dass wir unsere Rockets dann von der Hand specialen können. Essentiell für die Combo, muss man auf jeden Fall spielen, sind aber natürlich ein bisschen bricky. Die Schlucht jetzt nicht unbedingt, aber der Boot Sector auf jeden Fall brick. Dann die Thunder Fusion, ja, meistens machen wir das so, dass wir in der Endcombo den Titan holen. Wenn die Karte random gemillt wird durch Kurios oder so, ist auch nicht schlimm, dann können wir zumindest unseren Chaos-Herrscher holen. Wenn die Thunder Fusion im Grave ist, haben wir immer den OTK, also auf jeden Fall super gute Karte, werde ich aber auf jeden Fall nicht auf 2 spielen, da bringt sie zu doll. Dann Fusion Schicksal hier auf 2, weil sie halt One-Card Phoenix Enforcer ist, viel zu gut, um sie nicht auf 2 zu spielen, sorgt auch für 3 Grave-Futter quasi, also super stronge Karte und ermöglicht uns halt hier auch den Sensor-Pop, genauso wie die Thunder Fusion. Und dann die letzte Karte des Decks, of course, dreimal Forbidden Droplet. Kommt in den Deck nicht tot, die Kostenzahlen sind lächerlich, weil wir 1000 Grave-Effekte und Banish-Effekte haben. Noch mehr Futter für Snow. Das Deck ist wirklich auch dazu da, die Süße zu füttern. Wir haben dadurch die Plays und der Snow sorgt dafür, dass wir durch jedes Board kommen, gerade mit Droplet in Kombination, also auf jeden Fall mega gut. Das war es soweit zum Main Deck. Ich würde an dem Main Deck nichts ändern. Es ist absolut in seiner Synergie so gut, wie es ist. Es hat mich keine Karte heute wirklich enttäuscht, außer der seuchenverbreitende Zombie, der kam einmal tot. Aber ist halt so. Dann zum Extra Deck: eine aufgegebene Seele, ein Link Kuribo und ein Kurios. Essentiell für unsere Snow Secret Beast Chaos Thunder Dragon Combo. Also müssen wir auf jeden Fall alle spielen. Link Kuribo tatsächlich auch einmal den OTK verhindert und dafür gesorgt, dass ich den Gegner den OTK geben konnte. Also mega strong. Die Anima hat tatsächlich heute mal ein Bossmonster eingesaugt. Ich weiß gar nicht, was es war. Komme ich jetzt tatsächlich nicht drauf. Hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Also tatsächlich, normalerweise liegt das denn so, dass wir den Link Kuribo unter die Anima hatten. Ich hatte aber auch mal mit Anima eingesaugt und habe das dann weggelinkt. Und dann habe ich nicht Link Kuribo geholt, sondern mit einem Dark Extended, sodass wir in Kurios gekommen sind. Also auf jeden Fall mega gut. Dann der Striker Dragon und der Romulus, essentiell für die Rocket Combo. Haben wir die eine Call-Up-Schlange oder einen Lindwurm auf der Hand, haben wir instant die Rocket Combo, also mega gut. Dann unseren Christian HG Fibrax. Ja, wir spielen keine Needle Fiber Engine an sich. Erstens ist er ein Mega-Beta, das heißt, wenn wir mit einem Empfänger starten und wir bauen Needle Fiber, die Leute rasten aus, die kloppen ihre Handtraps, die kloppen ihre Negations auf den guten Needle Fiber drauf und im Prinzip holen wir damit nur noch eine Ghost Ogre raus, um noch eine Interruption im gegnerischen Zug zu haben. Wir spielen hier nicht mal ein Empfänger-Synchro-Target für seinen On-Field-Effekt, dass er sich banishen kann und den holen kann. Einfach weil der Platz nicht vorhanden ist. Er ist einfach nur ein Extender und durch Ghost Ogre bzw. durch solchen verbreitenden Zombie haben wir super gute Extender-Plays und deswegen mit Ghost Ogre einfach eine suchbare Handtrap. Warum nicht? Nehmen wir mit in jeden Fall. Dann Artefakt Dacta, um uns die Sense zu setzen. Super gut. Dann Anaconda, um uns Phoenix Enforcer und Titan aus dem Deck zu zünden. Auch mega strong. Auch essentiell für unsere Side-Deck-Option. Die hat heute mega performt. Zu der Side-Deck-Option kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Mega gute Karte, hat heute alle Negates gefressen, kam aber genauso oft auch durch, weil zum Beispiel ein Permanence gekommen ist und dann wurde einfach noch mit Droplet nochmal eine Anaconda gesendet.
auf dem Friedhof, dass sie safe durchkommt. Also auf jeden Fall super gut, deswegen der Droplet auch hier im Main Deck. Dann IP Mascarena, natürlich in Kombination mit Snow, super insane, weil wir halt die Mascarena da haben. Wir aktivieren Snow, booken zu, dann linken wir mit Mascarena Snow und Mascarena weg und dann machen wir danach nochmal Snow im Grave und holen die Snow nochmal wieder und booken nochmal zu. Und meistens machen wir dadurch plus unendlich, weil Snow, Banishden, Roar, Dark, Hawk, Valkyrie, alles was wir wollen und dann noch das. Die Leute haben teilweise so heftig gescoopt, weil sie so, ich habe Snow aktiviert, Roar, Dark, Hawk, Valkyrie gebanished, habe gesendet, habe meine Playstar gemacht, habe dann noch mit Mascarena Einhorn gebaut. Und dann hat es meistens dann schon aufgehört oder teilweise auch mit Mascarena Appaloosa, wenn die noch im Extra-Deck vorhanden war. Ich habe Appaloosa sogar 2-3 Mal zurückgemischt und sie dann nochmal wieder beschworen, also auf jeden Fall mega nice. Dann Zugangskodiersprecher, wir kommen auf den jedes Game. Wir haben 1000 Extender-Plays, alle Kartensynergien hier im Extra-Deck super gut zusammen. Zugangskodiersprecher mit Mascarena zusammengebaut, auch ein Endgegner für Eldritch. Super strong, hat heute einmal sogar 4 Karten geschreddert, da haben wir Wasser, Light, Dark und Windverband. Das war sehr krank, muss man einfach so sagen. Der hat quasi nur noch Feuer und Erde gefehlt, also super nice. Dann Appaloosa, bauen wir eine Standard-Kombo, bevor wir unsere eigentlichen Thunder Dragons und Rocket Plays starten. Mega gut, muss man auf jeden Fall spielen. Dann der Chaos Ruler, weil er halt in Kombination mit den Rockets uns in die Thunder Dragon Plays bringt, in unsere Extender Plays. Er ist meistens sofort Dacta. Und Phoenix Enforcer Lock bzw. Titan können wir dann ja nicht holen. Deswegen hier ist auch Phoenix Enforcer auch drin, weil wir uns dann auf Dark locken und deswegen sucht er dann so den Lock. Dann ein Phoenix Enforcer. Die Karte kam heute super gut, hat auch teilweise Matches unnötig in die Länge gestallt, gerade wenn der Gegner die hatte. Die Karte ist im Format einfach das Beast und muss man einfach spielen. Und dann der Titan. Es reicht völlig auf 1, weil wir mischen den Titan meistens nicht mit der Thunder Dragon Fusion wieder weg, sondern wir banishen die Thunder Fusion, adden den Ruler, aktivieren den Ruler, banishen dann meistens Titan oder sowas dafür. Wir linken den quasi weg und mischen den Titan wieder rein und haben dann durch Dark, den wir gebanished haben, mit Chaos Ruler wieder Access auf dem Raw und Raw recycelt uns dann die Thunder Fusion und dann sind wir wieder in Titan drin. Also die Engine funktioniert so perfekt. Da kann man vom Extra Deck her nichts ändern. Man könnte höchstens die Mascarena, Needle Fiber Engine Karten oder auf den Sensenlock verzichten, aber ist einfach viel zu gut. Würde ich an der Stelle keinen empfehlen. Dann zum Side-Deck und hier sind jede Menge Techs drin, die allesamt bis auf eine Karte wirklich überzeugt haben. Und zwar spielen wir im Side-Deck einmal den Finsternis-Charmer und einmal den Light-Charmer. Light-Charmer als Out für Eldritch und Lands, Dark-Charmer als Out für Phoenix Enforcer, alle möglichen Dark-Decks. Und die beiden haben amazing Targets, die sie suchen. Er sucht uns Bigfoot, Dark, Raw. Er sucht uns quasi alle unsere Finsternismonster, die gut sind. Sie sucht uns alle Lichtmonster, die gut sind. Wirklich gut. Er sucht uns auch unsere Starter. Sie sucht uns unsere Starter. Also mega gut. Die beiden auf jeden Fall im Side-Deck spielbar. Muss man auf jeden Fall auch machen, weil wenn ich Going Second gegangen wäre, habe ich die beiden immer gesided und teilweise die Lanzen bzw. Needle Fiber Engine rausgesided, um hier Platz für diese beiden Karten zu schaffen. Mega gut, haben mega überzeugt. Dann zu der Tech. Dann einmal Construct, einmal Winder und Triple Shutter Fusion, Ariel und Beast. Die Engine ist einfach mega krank, weil wenn der Gegner Second schickt und wir gesided haben, dann ist die Shadow Fusion alles, was wir haben wollen. Sie ist Snow, sie ist Thunder Dragon Plays, sie ist alles. Sie ist teilweise sogar in Kombination, wenn wir den Winder bauen oder sowas, Access auf Absaroda Dragon und deswegen hat sie alle Rocket Engines, alle Rocket Plays alive. Sie kann solchen verbreitenden Zombie senden, sie kann alles senden. Shadow Fusion, Nonplus Ultra. Ich würde sie sogar im Main Deck spielen, wenn ich nicht First gehen wollte. Deswegen auf jeden Fall Shadow Fusion, mega gute Karte. Wir senden meistens Beast für den Card Draw, teilweise auch Ariel, wenn der Gegner schon Phoenix Enforcer oder irgendeinen anderen Müll rausgekloppt hat, dann müssen wir ihn dafür punishen, die Ariel senden. Ich habe die Ariel sogar teilweise einmal mit Kurios gesendet, weil ich Snow auf der Starthand hatte. Dann hat die Ariel noch seinen ganzen Friedhof weggeballert. Mega strong. Und das andere sind quasi Platzhalter. Hier dreimal Impermanence. Ich habe mir so gedacht, ja, die Impermanence kann man auf jeden Fall mal als Handtrap zocken, aber eigentlich ist der Fokus auf diese Side-Deck-Engine gegangen. Ich habe Impermanence insgesamt
zwei Games gesided. Das war beides Mal, wenn ich gesehen habe, dass die eine Karte haben, die in den Place gebracht hat. Gegen Base habe ich sie gesided. Ich habe sie gesided gegen Eldritch, aber nicht, weil Eldritch so krasse Monster-Effekte hat, sondern meistens um Floodgates sau, wenn ich Going Second geschickt wurde. Und dann konnte ich sowieso so viele Karten rauszeigen wie Lanze, Gamma und sowas. Und dann hatte ich einfach nur den Platz für diese drei, weil die Shadol-Engine kommt tot gegen Eldritch. Und dann habe ich einfach die Impermanence reingesided. Also die Impermanence hier an der Stelle, da gibt es bestimmt bessere Tags, aber Impermanence hat auch gar nicht so schlecht überzeugt. Dann Double Twin Twister. Ich habe den Twin Twister heute über Cycling gesehen. Liegt einfach daran, dass wir 1000 Milliarden Grave-Effekte haben, die sich triggern, wenn sie discarded werden. Wir spielen die Dangers. Ich habe heute einen Twin Twister aktiviert, zwei Beko geschossen, habe einen Bigfoot gesendet, habe das Monster noch weggeschossen und der Gegner so, alles klar, dass du mein Board gerade mit einer Karte geschattet, die sich Zwillingstwister nennt. Super stronge Karte, kommt nichts tot, Twin Twister über Cyclen, würde ich auf jeden Fall zweimal spielen. Vielleicht sogar dreimal und einen Impermanence rauszeigen, aber der Twin Twister hat mich heute auch gepunished, weil im letzten Match habe ich gegen Eldritch den Twin Twister zweimal gesided und habe ihn Flederwisch und ich hätte gefühlt meine ganze Side-Deck-Engine auf der Hand und Thunder Dragon hat mich dafür gepunished, dass ich so einen Schmutz in das Deck reingepackt habe. Und dann ein Harpyen Flederwisch. Das war es einfach zum Side-Deck, weil im Prinzip haben wir immer nur die Engine hier gesided. Und ich möchte auf jeden Fall gleich nochmal in so eine Base-Kombo springen. So, dann kommen wir zum Combo-Video. Und zwar essentiell sind die besten Starter hier Open the Gates oder das Chaos Beast. Es ist im Prinzip egal, welches von den beiden ihr habt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir die Tore haben. Und ihr braucht einen Random Discard. An der Stelle dient der Droplet mal dafür die Action. Ihr startet einfach mit Gate, sorgt dafür, dass ihr uns den hier suchen könnt und dann normeln wir den und er sagt uns, wir können uns das kleine Biest suchen, das hier. Es ist egal, ob wir mit Gate ihn searchen und mit ihnen dann das hier oder wir mit ihnen starten, ihn suchen und dann das searchen. Er sorgt halt dafür aus, dass wir eine Additional Normal Summon haben. Das heißt, wir können das Biest hier quasi als zweite Normalbeschwörung machen, können das Biest auf den Friedhof senden. Und holen dann den Link-Kuribo. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und haben dann die Möglichkeit, Gates Effekt zu aktivieren, senden dann in dem Fall den Droplet und specialen das Beast hier. Dann senden wir das Beast wieder, weil wir drei Monster mit unterschiedlichen Typen brauchen. Holen uns an der Stelle die gute Anima, senden Beast, Anima und den guten Link-Kuribo himself. Zu Kurios. An der Stelle haben wir, wie ihr seht, hier schon 5 Karten im Friedhof. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und dann sagt Kurios quasi, dass wir uns eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen können. Und dadurch senden wir uns halt Fairy Tail Snow in 99% der Fälle, wenn wir die Snow nicht gerade durch Öffnung der Geistertore gepitcht haben. An der Stelle habt ihr jetzt quasi schon 5 Karten für Snow im Friedhof. Sendet jetzt quasi den Random einmal vom Deck auf den Friedhof, weil Snow sagt aus, wenn eine Karte von eurem Deck auf den Friedhof gelegt wird, dürft ihr 3 Karten von eurem Deck auf den Friedhof senden. Das heißt, wir füttern die Snow jetzt nochmal. Eine Chaos Valkyrie, natürlich ein Thunder Dragon Roar, warum auch nicht, und ein Thunder Dragon Hawk. Das sind jetzt quasi unsere Sachen, die wir hier im Friedhof haben. Dann können wir quasi Snow Effekt ansagen. Im Prinzip könnten wir jetzt hier die Thunder Dragon Engine starten, Valkyrie starten, Hawk starten, wenn wir jetzt noch 3 andere Handkarten haben, wenn wir Bricks haben. Dann banishen wir noch ein Droplet, von mir aus die gute Anima, 5, 6 und 7. Ist eigentlich im Prinzip egal, was wir hier banishen. Ich hoffe, man kann den Banish-Pile gut erkennen. Es ist nur wichtig, dass ihr die Snow quasi habt, das heißt, ihr habt Drawn Cut Appaloosa und habt jetzt alle möglichen Grave-Effekte. In dem Fall können wir das mal gerne durchgehen. Wir haben hier theoretisch, wenn es Going Second wäre, könnten wir mit Snow noch booken. Wir haben Chang'e 1 Sword, Chang'e 2 Valk und Chang'e 3 Hawk. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 3 random Handkarten haben, dürfen wir jetzt nochmal 3 mischen. Dann dürfen wir 3 neue ziehen durch Hawk. Also hätten wir jetzt wieder quasi unsere ganzen Bricks im Deck. Dann darf Valkyrie uns ein Lichtmonster senden. Das ist dann in den meisten Fällen zum Beispiel der seuchenverbreiteten Zombie, weil sie in dem Fall einen Turn warten muss, bis sie sich aktivieren. Wir können aber auch noch einen anderen Thunder Dragon senden, wenn wir zum Beispiel Thunder Dragon Fusion haben oder so.
oder die Snow wieder im Grave senden, beziehungsweise noch mehr Material füttern. Dann haben wir den Effekt von Raw und dürfen uns ein Thunder Dragon aus dem Deck specialen. Und dann können wir quasi mit, je nachdem, was hier denn jetzt Phase ist oder sowas, könnten wir dann quasi in die One Card weiterführen und hätten dann eine Appaloosa. Könnten dann auch, je nachdem, was wir für eine Hand haben oder sowas, Dark aktivieren, wenn wir ihn zurückmischen, also wenn wir ihn auf den Friedhof senden. Könnten uns dadurch Thunder Fusion suchen oder Raw oder Hawk, je nachdem, was wir wollen. Und haben ja, wie gesagt, hier Access zu allen möglichen Plays. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass wir die Combo quasi safe auf den DPE-Log enden wollen. In dem Fall starten wir ebenfalls mit Gate, searchen wieder das Beast, aktivieren das Beast, machen quasi die gleiche Reihenfolge wie eben, machen Additional Enormous Summon, packen die beiden weg und holen unsere Artefakt Dacta. Dann aktivieren wir Gates Effect, senden irgendeine random Karte, in dem Fall zum Beispiel mal Thunder Dragon Dark, dürfen dann die Dacta unchain, dürfen uns dann quasi unsere Sense vom Deck in die Spell Trap Zone setzen. Und dann wird das Beast quasi gespecialt und dann können wir die beiden weglegen in die gute Anaconda und dann können wir Anaconda Effect callen und haben Phoenix Enforcer, können mit Phoenix Enforcer Sense poppen und von mir aus Anaconda, damit wir nicht super poly anfällig sind in der Runde des Gegners. Also quasi könnte man den Play machen, pop pop, dann Phoenix Enforcer im Grave, Special Summon sich wieder in der Runde des Gegners, dann Phoenix Enforcer nochmal, Sense und Schuss ihn selber, dann wieder Effekt, er kommt nächste Runde wieder, Sense kommt, Sense macht extra Deck Lock. Das sind so diese Optionen, die ihr mit dieser One-Card-Kombo habt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war ein kleiner Ausblick, wie Thunder Dragon Danger Element funktioniert. Ich muss sagen, das Deck hat mega gut performt. Das schwierigste Matchup war tatsächlich heute Eldritch, weil ich musste mich gegen eine Milliarde Skill Drains fressen. Bigfoot hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet deswegen, aber der ist halt auch nur ein One-Off im Deck. Und das Heiden hat den Deck heute ein bisschen gestört. Ich bin aber relativ zufrieden. Ich bin damit raus. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und